Hallo zusammen. Heute wollen wir ein bisschen mit Grundlagenarbeit anfangen. Das heißt, wir wollen das unternehmen, was man in der Philosophie so am liebsten tut, nämlich wir wollen darüber diskutieren, was eigentlich bestimmte Begriffe bedeuten. Konkret soll es um die Begriffe gehen: Tod, Leben, Unsterblichkeit. Also was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Wovon ist die Rede, wenn wir von Leben und Tod und von Unsterblichkeit sprechen? Nun fangen wir mit dem Allereinfachsten an. Fragen wir uns, ja, was ist eigentlich der Tod? Denn die Frage, die wir uns stellen wollen in diesem Seminar, ist ja, gibt es ein Leben nach dem Tod? Aber was ist das eigentlich? Was ist der Tod? Simple Antwort, naja, der Tod ist das Ende des Lebens. Aber wenn wir das jetzt so klären, dann klingt der Ausdruck Leben nach dem Tod irgendwie in sich bereits paradox. Wie kann es denn ein Leben nach dem Tod geben, wenn doch der Tod per Definition das Ende des Lebens ist? So etwas wie ein Leben nach dem Tod scheint eine widersprüchliche Vorstellung demnach zu sein. Ist es natürlich nicht. Wir können uns etwas Sinnvolles unter einem Leben nach dem Tod vorstellen, aber wir müssen jetzt erstmal definitorisch klären, wie dann die jeweiligen Begriffe zu verstehen sind, damit diese Vorstellung überhaupt Sinn machen kann. Schauen wir uns mal die Idee vom Ende des Lebens etwas näher an. Wenn wir vom Tod als dem Ende des Lebens sprechen, dann können wir da drei unterschiedliche Bedeutungen voneinander differenzieren. Zum einen haben wir da den Tod als ein Ereignis. Das heißt, der Tod ist derjenige Moment, in dem das Leben endet. Also wenn Sie beispielsweise sich fragen, ja, wie die Umstände des Todes einer bestimmten Person gewesen sind. Also Sie haben gehört, dass irgendjemand unter mysteriösen Umständen in Singapur ums Leben gekommen ist und Sie fragen sich, was waren denn eigentlich die Umstände des Todes dieser Person? Dann wollen Sie über das Ereignis des Todes informiert werden. Sie wollen wissen, was passiert ist, als diese Person am Ende ihres Lebens angekommen war. Der Tod kann natürlich als ein solches Ereignis nicht exakt zeitlich definiert werden. Sicher, in Sterbeformularen oder so etwas wird der Zeitpunkt des Todes vielleicht von einem Mediziner vermerkt oder so etwas, aber das ist natürlich auch immer nur eine näherungsweise Einordnung in den zeitlichen Verlauf. Der Tod ist ein klar abgrenzbares Ereignis, aber hat keine exakt definierbaren zeitlichen Grenzen. Das ist natürlich ein bisschen ja, unpraktisch, aber das spricht nicht dagegen, ihn auch als eine Art von Ereignis zu verstehen. Nehmen Sie ein anderes Ereignis, das Sie auch kennen, eine Erkältung. Sie können sagen, ich hatte letzte Woche eine Erkältung. Natürlich können Sie nicht exakt sagen, zu welchem Zeitpunkt genau die Erkältung angefangen hat und zu welchem Zeitpunkt genau die Erkältung aufgehört hat. Trotzdem ist das ein relativ klar zeitlich abgrenzbares und eingrenzbares Ereignis. Und genauso ist es mit dem Tod. Der Tod hat eine gewisse zeitliche Ausdehnung als Ereignis, aber keine exakten Grenzen. Gut, also das ist die erste Bedeutung von Ende des Lebens. Das Ereignis des Ende des Lebens, das Ereignis, mit dem das Leben endet, das ist der Tod. Zweite mögliche Bedeutung des Wortes Tod, also des Ausdrucks das Ende des Lebens, ist der Zustand des Todes, also das Todsein, der Zustand, in dem ich mich befinde, nachdem das Leben vorbeigegangen ist. Also es ist der Zustand, in dem ich mich befinde, nach dem Ereignis des Todes. Über diese Art von Tod sprechen wir ja unter anderem dann, wenn wir über ein Leben nach dem Tod nachdenken. Das wäre die zweite Bedeutung, abgegrenzt vom Ereignis des Todes, der Zustand des Todes. So, und die dritte mögliche Bedeutung des Wortes Tod im Sinne von Ende des Lebens, das ist der Tod als der Prozess des Todes, also der Vorgang, der zum Zustand des Todes hinführt. Die dritte Bedeutung wäre also die vom Prozess des Todes oder, dafür gibt es auch ein anderes Wort, vom Sterben. Das Sterben selbst ist natürlich nicht der Tod, also der Prozess des Todes ist nicht dasselbe wie der Zustand des Todes, sondern es ist nur der Prozess, der zu diesem Zustand hinführt. Dementsprechend, Sterben ist nicht gleich Tod, Sterben ist nicht Todsein, Sterben ist ein Bestandteil des Lebens. Sterben, das ist die letzte Phase des Lebens, die mit dem Ende des Lebens, also dem Ereignis des Todes, endet und dann überführt in den Zustand des Todes. So, diese drei Bedeutungen, also Ereignis, Zustand und Prozess des Todes, haben wir jetzt voneinander differenziert.
Und das hilft uns an der Stelle auch schon mal ein bisschen weiter, denn jetzt können wir gleich ein mögliches Missverständnis im Zusammenhang mit dem Begriff der Unsterblichkeit aus dem Weg räumen. Unsterblichkeit heißt nämlich nicht, dass man nicht stirbt, sondern es heißt, dass man den Tod in irgendeiner Weise überlebt. Gemeint ist also, dass wir uns niemals im Zustand des Todes befinden werden, selbst dann, wenn das Ereignis des Todes eingetreten ist. Im Englischen ist das oft ein bisschen präziser, da ist nämlich im Zusammenhang mit dieser Diskussion hier meistens von Survival of Death die Rede, also vom Überleben des Todes. Das drückt präziser das aus, was gemeint ist als Unsterblichkeit. Im Deutschen kann man das auch eigentlich ganz gut einfangen, indem man von einem Weiterleben nach dem Tod redet oder einfach nur vom Leben nach dem Tod. Das ist exakter als der etwas vage Begriff der Unsterblichkeit, den man eben auch anders verstehen könnte als ein faktisches Nichtsterben. Natürlich, es könnte auch in einem solchen Sinne eine Unsterblichkeit geben, also eine Unsterblichkeit im wortwörtlichen Sinne, dass man nicht stirbt und dass man immer weiter lebt, ohne zu sterben, ohne dass jemals dieses Todesereignis eintritt. Wenn man darüber reden möchte, macht man das oft damit klar, dass man hier von einer biologischen oder von einer körperlichen Unsterblichkeit redet. Kurz was dazu zu sagen, also ein kleiner Exkurs jetzt an der Stelle hier zur biologischen Unsterblichkeit. Auch hier muss man ein paar verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten voneinander unterscheiden. Zum einen gibt es da die Möglichkeit, dass wir von einer Altersunsterblichkeit sprechen. Also unsterblich in dem Sinne, dass das Leben immer weiter verlängert wird durch eine Art ewige Jugend oder so etwas. Also ein Stopp des Alterungsprozesses, der normalerweise zum Tod irgendwann führt. Also wenn zum Beispiel im Zusammenhang von Human Enhancement oder von genetischen Veränderungen oder medizinischen Eingriffen oder sowas von Unsterblichkeit die Rede ist, dann ist diese Art von Unsterblichkeit gemeint, also eine Altersunsterblichkeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass man überhaupt nicht mehr sterben kann. Also man kann immer noch durch Unfälle sterben, vielleicht auch durch Krankheiten oder so, also Infektionen oder so etwas. Nur eben der natürliche Tod im Sinne von Tod in hohem Alter durch Verschleiß des Körpers, das soll ausgeschlossen werden. Kann es so etwas wie eine Altersunsterblichkeit geben? Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die heutzutage der Meinung sind, wir sind noch so kurz davor, das zu erreichen, die das also tatsächlich für eine realistische Option der modernen Medizin halten. Und zumindest theoretisch muss man ihnen wahrscheinlich recht geben. Es spricht nach unserem Verständnis der Biologie menschlicher Wesen oder überhaupt von Lebewesen nichts dagegen, dass so eine Altersunsterblichkeit prinzipiell möglich sein könnte. Ob sie allerdings auch praktisch umsetzbar ist, also ob sich das unter den realen Bedingungen des Lebens realisieren lässt, im Sinne von Altersunsterblichkeit, unsterblich zu sein, das ist noch eine ganz andere Frage, die weitgehend offen ist. Also die eine Bedeutung biologischer Unsterblichkeit, das ist die Altersunsterblichkeit. Die andere mögliche Bedeutung ist es, von einer Untötbarkeit zu sprechen. Das ist ein etwas komisches Wort, aber es drückt präzise aus, was gemeint ist. Das bedeutet, dass das Leben nicht mehr beendet werden kann. Also auch nicht durch Verletzungen, durch Unfälle oder sonst irgendetwas, wie, keine Ahnung, wie bei Terminator oder so etwas. Also wenn sie da in den Kopf geschossen werden, dann wächst er halt wieder zusammen oder sowas. Das wäre eine Unsterblichkeit im Sinne von Untötbarkeit. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und auch nach einigen theoretischen Überlegungen sollte so etwas sich eigentlich als pure Fiktion erweisen. Das sollte nicht mal vorstellbar sein. Warum nicht? Nun, jedes Lebewesen ist, um sich selbst im Leben zu erhalten, auf bestimmte Bedingungen angewiesen, die es selbst nicht garantieren kann. Also es muss dafür sorgen, dass bestimmte Faktoren, die er sich seiner Kontrolle entziehen, weiter bestehen, damit es am Leben bleibt. Was heißt das? Nun ja, wir alle brauchen zum Beispiel Luft zum Atmen, wir brauchen Wärme, wir brauchen Nahrung. All diese Dinge sind notwendige Voraussetzungen dafür, dass wir am Leben bleiben. Aber wir selbst können aus uns heraus nicht garantieren, dass diese Bedingungen auch immer erfüllt sind. Es ist immer möglich, dass irgendeine dieser Bedingungen wegfällt und dadurch unser Leben beendet wird. Untötbarkeit würde bedeuten, egal ob diese Bedingungen erfüllt sind oder nicht, sie leben weiter. Und es ist rein begrifflich nicht vorstellbar, wie das funktionieren soll, wie ein Leben weitergehen soll, wenn die Bedingungen des Lebens nicht mehr erfüllt sind. Also wir alle brauchen Sauerstoff zum Leben. Wenn wir keinen Sauerstoff mehr haben, ersticken wir nach relativ kurzer Zeit und sterben.
Es ist gar nicht vorstellbar, was das heißen sollte, dass dieses physische Leben, das ich jetzt habe, weiterlaufen sollte, selbst wenn der Zugang meines Körpers zu Sauerstoff beendet wird. Wie um alles in der Welt sollte das funktionieren? Was immer dann passiert, es kann nicht dieses physische Leben sein, das ich jetzt habe, denn das ist notwendigerweise mit einer naturgesetzlichen Notwendigkeit vom Zugang zu Sauerstoff abhängig. Also in diesem Sinne Untötbarkeit kann es eigentlich aus theoretischen Erwägungen gar nicht geben. Das heißt, für die biologische Unsterblichkeit, praktisch gesehen ist das unmöglich. Praktisch gesehen werden Sie um einen biologischen Tod nicht herumkommen. Sie können wahrscheinlich diesen biologischen Tod weit, vielleicht sogar sehr, sehr weit in die Zukunft hinausschieben, also eine bloße Verlängerung des biologischen Lebens, auch um ein Vielfaches dessen, was die normale Lebensspanne ist. Das ist vorstellbar. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber eine Unsterblichkeit im biologischen Sinne, schlechte Chancen. Also, zurück von unserem kleinen Exkurs zum Weiterleben nach dem Tod. Wir haben jetzt gesagt, der Tod ist das Ende des Lebens. Also er ist das Ereignis, bei dem das Leben endet. Und wir fragen uns jetzt, kann man dieses Ereignis überleben? Also kann man das Ende des Lebens überleben, ohne dass das Ganze in Widersprüche und Paradoxien mündet? Dazu müssen wir jetzt die nächste Frage stellen. Nicht, was ist der Tod, sondern was ist das Leben? Ja, was ist das Leben? Auch das ist ein sehr kontrovers diskutierter Begriff und es ist nicht wirklich leicht zu definieren, was mit Leben gemeint ist. Für uns, wir müssen nicht so intensiv in diese Debatte einsteigen, für uns ist es vor allen Dingen an der Stelle hier wichtig, zwei verschiedene Bedeutungen von Leben voneinander abzugrenzen. Da haben wir zum einen das Leben im biologischen Sinne. Davon ist beispielsweise die Rede, wenn wir uns fragen, ob ein Schwerverletzter noch am Leben ist. Also Sie hören von einem Autounfall oder so etwas, dass jemand schwer verletzt worden ist und fragen sich, ist diese Person noch am Leben? Das Leben, von dem Sie da reden, das ist das biologische Leben, also das Leben im biologischen Sinne. Sie meinen damit, hat die Person noch einen Puls, atmet sie noch und so weiter und so fort. Also wir fragen uns, sind bestimmte Vitalfunktionen noch intakt. Kann diese Person oder kann dieses Lebewesen ihre Vitalfunktionen noch aufrechterhalten? Das biologische Leben ist dementsprechend das, was ein Lebewesen von einem toten Gegenstand unterscheidet. Also ein totes Wesen, ein toter Mensch hat keinen Puls mehr, keine Atmung mehr, ein Lebendiger hingegen schon. Oder mit einem anderen Beispiel gesagt, eine Katze ist ein Lebewesen, ist also lebendig im biologischen Sinne, ein Stein nicht. Ganz einfach deswegen, weil die Katze bestimmte Vitalfunktionen hat und der Stein nicht. Das ist jetzt natürlich eine total zirkuläre Erklärung. Ein Lebewesen ist ja gerade die Art von Ding, die im biologischen Sinne lebendig ist. Also müssen wir jetzt klären, was dieses biologische Leben eigentlich heißt. Und zwar ohne auf das Konzept eines Lebewesens zu verweisen, damit die Definition aus der Zirkularität rauskommt. Ja, dieses biologische Leben wurde lange Zeit in der vormodernen und auch in der neuzeitlichen Philosophie vitalistisch verstanden. Unter Vitalismus versteht man eine Theorie, nach der das Leben auf einer bestimmten Lebenskraft oder lebensspendenden Substanz beruht. Also es gibt irgendeine Kraft oder Substanz, die Lebendige von nicht lebendigen Dingen unterscheidet. Diese Erklärung ist in der Moderne ziemlich außer Mode gekommen, unter anderem deswegen, weil es eigentlich nur eine Nichterklärung ist, also eine Erklärung, die eigentlich gar nichts erklärt. Es ist so ähnlich wie, Sie kennen vielleicht das berühmte Beispiel von Molière aus der Komödie Der eingebildete Kranke, wo die Frage gestellt wird, was verursacht eigentlich, dass Opium schläfrig macht? Und die Antwort lautet, naja, es ist die vis dormitiva, also die einschläfernde Kraft von Opium. Das ist natürlich keine Antwort auf die Frage, denn sie beantwortet nichts, sie sagt einfach nur das, was in der Frage sowieso schon gefragt wurde, nochmal. Das heißt, übertragen auf das Leben. Wenn ich sage, das, was das Leben ausmacht, ist die Lebenskraft, ja, dann habe ich eigentlich auch nichts erklärt. Dann habe ich nur gesagt, ja, das Leben eben dadurch gekennzeichnet ist, dass es lebendig ist oder so etwas. Und das ist keine Erklärung. Die Alternative dazu, die in der Gegenwart überwiegend vertreten wird, ist ein naturalistisches oder funktionalistisches Verständnis von Leben. Demnach bedeutet Leben die Fähigkeit, bestimmte Vitalfunktionen aufrechtzuerhalten. Was sind Funktionen? Nun, locker gesagt, Funktionen sind bestimmte Regularitäten, die irgendetwas anderes erzeugen. Also bestimmte Regeln oder Prinzipien, nach denen irgendetwas aus etwas anderem entsteht.
Vitalfunktionen sind dann diejenigen Funktionen, die die Struktur eines Lebewesens herstellen und stabilisieren. Was heißt denn das jetzt? Nun, stellen Sie sich Lebewesen vor als eine Art Maschine. Und zwar eine Maschine, deren einzige Aufgabe es ist, eine bestimmte Anordnung von Materie zu produzieren. Also Lebewesen sind körperliche, materielle Gegenstände und das wesentliche Kennzeichen eines Lebewesens ist eine bestimmte Anordnung der einzelnen materiellen Bestandteile, aus denen sie bestehen. Wir können also Lebewesen verstehen als ein bestimmtes Muster der Anordnung von Materie und dieses Muster der Anordnung der Materie kämpft gegen seine eigene Auflösung. Man nennt eine solche Anordnung dann auch einen Organismus im Gegensatz bloß zum Körper. Der Organismus ist eine funktionale Anordnung von Teilen und zwar in der Art und Weise funktional, dass sie sich selbst in der eigenen Existenz erhalten kann. Also der Körper ist eine bestimmte Struktur von Materie, die dafür sorgen kann, dass sie selbst sich fortsetzt in der Zukunft. Ein toter Körper ist immer noch ein Körper, aber es ist kein Organismus mehr, weil diese funktionale Anordnung und die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten, verloren gegangen worden ist. Denn wenn ein Lebewesen stirbt, wenn es tot ist, dann hat es diesen Kampf verloren. Also es hat diesen Kampf gegen die eigene Auflösung verloren. Seine spezifische Struktur löst sich auf und die Materie, aus der es zusammengesetzt ist, verteilt sich wieder in irgendeiner ungeordneten Weise in der Umgebung oder wird von anderen Lebewesen dazu benutzt, deren eigene Struktur aufrechtzuerhalten, zu stabilisieren. Also, was heißt Leben? Leben im biologischen Sinne ist ein funktionaler Begriff. Er bezieht sich auf die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zur Selbststabilisation von Materie. Daneben gibt es aber noch einen anderen Sinn von Leben und das ist das Leben im personalen Sinn. Wir können uns ja zum Beispiel die Frage stellen, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Und dieses Leben, von dem hier die Rede ist, das ist natürlich nicht das biologische Leben. Hier geht es um mein Leben als ich, als die Person, die ich bin, als mein Leben. Und das Leben nennen wir jetzt eben das personale Leben. Es geht um mein Leben als Individuum, als eine bestimmte Person. Das bedeutet zum einen, es geht um bewusstes Leben. Also nicht bloß das biologische Leben im Sinne von Atmen, einen Puls haben und so weiter, sondern man muss auch bei Bewusstsein sein. Man muss sich dieses Lebens, das man führt, bewusst sein. Und zum anderen beinhaltet diese Idee von einem personalen Leben Identität. Das heißt, dieselbe Person bleiben im Verlauf der Veränderungen, die man im Leben durchmacht. Der biologische Körper ändert sich die ganze Zeit, aber ich bleibe trotzdem dieselbe Person. Ich bin immer noch derselbe, der am Leben ist, der auch vor 10 Jahren am Leben gewesen ist. Das ist meine Identität und diese Identität aufrechtzuerhalten, bedeutet, als Person am Leben zu sein. Personales Leben heißt, simpel zusammengefasst, Leben als die Person, die ich bin. Meine Identität bewahren und sich dieser Identität und dieses Lebens bewusst sein. Es gibt Situationen, in denen die beiden Begriffe auseinandergehen, also in denen personales Leben und biologisches Leben nicht mehr zusammenhängen. Also es gibt Situationen, in denen das personale Leben zum Beispiel vor dem biologischen bereits endet. Ein Beispiel dafür wäre ein tiefes Koma oder so etwas. Biologische Vitalfunktionen können noch aufrechterhalten werden, also Kreislauf oder Atmung beispielsweise funktionieren noch, aber es ist kein Bewusstsein mehr da und keine individuelle Identität. Das ist bereits verloren gegangen. Das heißt, als Person habe ich dann bereits aufgehört zu leben, nicht aber als biologisches Wesen. Kurze Anmerkung dazu, der Hirntod ist kein Beispiel dafür. Hirntod ist nicht eine Fortsetzung des biologischen Lebens nach dem personalen Tod, denn Hirntote haben bereits die Fähigkeit verloren, ihre Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Sie sind also im biologischen und im personalen Sinne tot. Das Gehirn ist dasjenige, was diese funktionale Integration des Organismus herstellt. Und wenn das Gehirn kaputt ist und ausfällt, dann fällt auch der Organismus als funktionale Einheit auseinander. Der Körper besteht noch weiter, aber die funktionale Einheit Organismus nicht mehr. Wenn also vom Hirntod die Rede ist, dann ist das nicht noch ein weiterer Todesbegriff, sondern der Hirntod ist ein Kriterium des biologischen und des personalen Todes. Aber das ist ein Thema für ein anderes Seminar, das müssen wir bei anderer Gelegenheit mal vertiefen. Analog dazu können wir jetzt natürlich auch zwei verschiedene Bedeutungen von Tod auseinanderhalten. So wie es ein biologisches und ein personales Leben gibt, so gibt es eben auch einen biologischen und einen personalen Tod. Das haben Sie jetzt gerade bei dem Hirntod-Beispiel schon mitbekommen. Biologischer Tod heißt der Tod des Körpers,
Personaler Tod heißt der Tod der Person bzw. des Individuums. Die beiden müssen nicht identisch sein, aber sie passieren in den allermeisten Fällen mehr oder weniger zeitgleich. Also normalerweise heißt der Tod der doppelte Tod im Sinne von der Tod des Körpers und der Tod der Person in ein und demselben Ereignis. Das hilft uns jetzt auch schon mal ganz gut zu verstehen, was denn eigentlich ein Leben nach dem Tod sein soll. Wir können jetzt sagen, Leben nach dem Tod heißt die Fortsetzung des personalen Lebens nach dem biologischen Tod. Der Tod ist also nicht das Ende der Existenz, sondern der Tod wäre nach dieser Idee nur der Übergang von einer personalen Existenzform in eine andere personale Existenzform. Also, der Tod ist das endgültige Ende des Lebens und das heißt hier für unsere Zwecke das Ende des biologischen Lebens. Sowohl den Begriff des Todes als auch den Begriff des Lebens haben wir jetzt hinreichend genug qualifiziert. Kurze Anmerkung an der Stelle. Endgültiges Ende des Lebens, habe ich gesagt. Endgültig heißt hier, es darf nicht nur eine bloße Unterbrechung des Lebens für einen gewissen Zeitraum geben. Der Tod tritt dann ein, wenn das Leben endgültig vorbei ist. Also auch eine Narkose oder ein tiefes Koma selbst sind noch nicht der Tod. Das ist auch dann nicht der Fall, wenn zum Beispiel für eine sehr komplizierte Operation bestimmte Vitalfunktionen ausgesetzt werden, wie Blutkreislauf oder so etwas, also wenn Sie eine Transplantation des Herzens oder was weiß ich haben, dann ist das noch kein temporärer Tod, sondern der Tod ist das endgültige Ende des Lebens, nicht die zeitweise Unterbrechung. Auch so kryonisches Einfrieren von Leuten nach ihrem vorläufigen biologischen Tod wäre dementsprechend nicht als ein endgültiges Ende des Lebens zu verstehen, weil ja noch die Möglichkeit der Fortsetzung des Lebens besteht. Also zumindest hoffen das die Leute, die sich da in den flüssigen Stickstoff reinlegen lassen. Sie hoffen, dass sie noch nicht endgültig gestorben sind, aber wir wissen es natürlich erst dann, wenn diese Leute ins Leben zurückkehren oder auch nicht. Das ist an sich auch nochmal eine interessante Frage, ob der Tod wirklich endgültig sein muss oder ob es so etwas wie einen temporären Tod geben könnte. Für uns an der Stelle ist das jetzt allerdings eigentlich nebensächlich. Kann man auch in einem anderen Seminar nochmal diskutieren, aber für uns kommt es darauf nicht an. Denn wenn es ein personales Weitergeben nach einem vorläufigen Ende des biologischen Lebens geben sollte, dann wäre das nicht weniger interessant, als wenn dieses Weiterleben erst nach dem endgültigen Tod eintreten wäre. Das wäre auf jeden Fall etwas, was von philosophisch überragender Bedeutung wäre. Deswegen können wir die Frage nach der Endgültigkeit beiseite lassen. So, manche Philosophen würden jetzt allerdings bestreiten, dass ein rein biologischer und eben nicht personaler Tod überhaupt der echte Tod ist. Das heißt, sie würden behaupten, der eigentliche Tod, also der Tod, auf den es ankommt für den Tod, das ist der Tod der Person. Wenn es nur einen biologischen Tod gibt, den wir aber als Person überleben können, so wie das in dieser Idee vom Leben nach dem Tod drinsteckt, dann gibt es in Wahrheit keinen Tod. Und dann könnte man natürlich auch sagen, dass wir unsterblich sind, weil wir nicht sterben, weil es keinen echten Tod gibt. Denn der echte Tod wäre der Tod der Person, weil wir eben den biologischen Tod als Person überleben können. Deswegen kein echter Tod, deswegen sind wir unsterblich. So, nachdem wir jetzt den Todesbegriff geklärt haben, können wir den nächsten Schritt machen und können klären, was mit Unsterblichkeit gemeint sein soll. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich kompliziert. Unsterblichkeit heißt Leben nach dem Tod. Und das Leben nach dem Tod ist eine Fortexistenz der Person nach dem biologischen Ende des Lebens. Wann würden wir allerdings von einem solchen Leben nach dem Tod sprechen? Also welche prinzipiellen Bedingungen müssten dafür erfüllt sein, dass man irgendeinen Zustand als Leben nach dem Tod bezeichnen könnte? Nun, ich würde sagen, wir können da insgesamt 4 Bedingungen aufstellen, die erfüllt sein müssen, damit es sinnvoll ist, von einem Leben nach dem Tod oder von Unsterblichkeit dann halt eben zu sprechen. Bedingung Nummer 1 ist die Bedingung des Todes. Der biologische Tod der Person muss tatsächlich eingetreten sein. Also eine bloße Lebensverlängerung, auch wenn sie potenziell ins Unendliche geht, wobei das wahrscheinlich nicht möglich ist, das ist noch kein Leben nach dem Tod. Also Stopp des Alterungsprozesses, permanente Ersetzung von irgendwelchen kaputten, erkrankten, gealterten Organen und so weiter. Das ist noch kein Leben nach dem Tod. Es ist nur ein temporäres Aufschieben des Todes. Deswegen hatten wir das eben bei der biologischen Unsterblichkeit nochmal rausgenommen aus der Diskussion und gesagt, das ist eine andere Sache. Also das ist ein temporäres Aufschieben des Todes, aber ein Leben nach dem Tod kann erst mit dem Tod des Körpers beginnen, mit dem echten Tod des Körpers. Also das Bedingung Nummer 1, die Todesbedingung. Nummer 2 ist die Bedingung der Personalität.
Was immer nach dem Tod weiter existiert, muss eine Person sein. Vor dem Tod sind wir Personen. Also jetzt in diesem Moment bin ich eine Person. Wenn es ein Leben nach dem Tod für mich geben soll, muss ich nach meinem Ende, nach dem Ende meines Lebens als Person weiter existieren und nicht als irgendwas anderes. Klar, mein Körper existiert natürlich weiter nach meinem Tod als ein Haufen biologischer, organischer Materie, der langsam zu Kompost wird. Aber das ist kein personales Weiterexistieren. Das ist also kein Leben nach dem Tod, selbst wenn noch diverse Bakterien und Würmer und so weiter in meinem Leichnam leben werden. Das ist nicht Leben nach dem Tod, das ist nur eine Fortsetzung der Existenz der Materie. Wenn wir von einem Leben nach dem Tod sprechen wollen, dann muss es ein personales Leben nach dem Tod sein. Das ist also Bedingung Nummer 2, die Bedingung der Personalität. Bedingung Nummer 3 lautet Identität. Das heißt, die Person vor dem Tod und die Person nach dem Tod müssen identisch sein. Es reicht nicht nur, sagen wir mal, subjektiv das Gefühl zu haben, dieselbe Person zu sein wie jemand anderes, der vorher bereits gestorben ist. Also nur weil ich zum Beispiel glaube, vielleicht die Reinkarnation von Julius Caesar zu sein, bin ich es noch nicht, egal wie felsenfest ich davon überzeugt bin. Und auch wenn alle anderen mich so behandeln, als wäre ich die Reinkarnation von Julius Caesar, macht mich das nicht zur Reinkarnation von Julius Caesar. Also es kommt nicht darauf an, dass Identität von mir oder von allen anderen angenommen wird, sondern es kommt darauf an, dass Identität wirklich besteht. Wenn nach meinem Tod, also eine andere Person, in die Existenz eintritt, sei es hier auf der Erde oder sei es im Paradies oder sonst irgendwo, dann ist das für mich irrelevant. Mein Leben als mein individuelles Leben setzt sich dadurch ja nicht fort. Irgendjemand anderes fängt an zu leben, aber was interessiert mich das? Erstmal so gar nicht. Was Identität heißt? Ja, dazu müssen wir beim nächsten Mal noch einiges sagen, insbesondere wenn es um die personale Identität geht. Aber für den Moment halten wir fest, Bedingung Nummer 3 lautet, es muss Identität der Person vor und nach dem Tod bestehen. Und schließlich jetzt Bedingung Nummer 4, das ist die Bewusstseinsbedingung. Die Person nach dem Tod und die Person vor dem, also nein, Moment, die Person nach dem Tod, so, die muss sich ihrer Identität mit der Person vor dem Tod auch bewusst sein. Also es reicht nicht aus, dass die Identität faktisch besteht, sondern man muss auch wissen, dass man identisch ist mit dieser Person. Wenn ich weiß, dass ich dieselbe Person bin, die vorher gestorben ist, dann kann ich mir sicher sein, dass ich es auch bin. Wenn ich das hingegen nicht weiß, dann ist diese faktische Fortsetzung für mich eigentlich uninteressant. Wir könnten ja alle seit Millionen von Jahren permanent immer wieder reinkarniert worden sein, aber solange wir nichts davon wissen, ist das für uns vollkommen egal und es läuft auf das Gleiche hinaus, ob diese Millionen Jahre Reinkarnation wirklich existieren oder ob wir in diesem Leben hier unsere allererste Existenz gerade erst angefangen haben. Das sind also meine 4 Bedingungen. Zum ersten die Bedingung des Todes, zum zweiten die Bedingung der Person, zum dritten die Bedingung der Identität und zum vierten die Bedingung des Bewusstseins. Wenn diese 4 Bedingungen erfüllt sind, dann würde ich sagen, können wir von einem Leben nach dem Tod sprechen. Beachten Sie jetzt aber auch kurz noch einmal, was nicht vorgekommen ist in diesem Bedingungskatalog. Es ist nämlich nichts darüber gesagt, wie die zeitliche Dauer dieses Lebens nach dem Tod aussehen soll. Ein Leben nach dem Tod muss nämlich nicht automatisch ein ewiges Leben sein. Jede Fortsetzung der personalen Existenz nach dem biologischen Tod ist ein Leben nach dem Tod. Egal, ob es ewig dauert oder viele Jahrhunderte oder nur ein paar Sekunden. Die zeitliche Dauer spielt keine Rolle. So, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass es bei der Unsterblichkeit im Wesentlichen darum geht, die eigene personale Identität über den biologischen Tod hinaus zu bewahren. Das heißt, Philosophie systematisch betrachtet, können wir die Diskussion um die Unsterblichkeit als einen Spezialfall der philosophischen Frage nach der personalen Identität betrachten. Also bei der Frage nach der personalen Identität, da geht es eben darum, was garantiert, dass Identität einer Person über den Verlauf der Zeit hinweg bestehen bleibt. Und für uns heißt das insbesondere, was garantiert, dass eine Identität über einen derart harten Bruch, wie es der Tod des Körpers ist, hinaus gerettet werden könnte. Ist das überhaupt denkbar? Und darüber, was dieses Problem der personalen Identität ist und welche Möglichkeiten es für Lösungen dieses Problems gibt, darüber müssen wir dann beim nächsten Mal reden.